Grüßt euch, liebe Leute, hier ist wieder euer Donado und diesmal sind wieder vier Hefte mit am Start von den Mercedes-Benz. Ausgabe 13 bis 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil wenn ich hier so rumgucke, es sind viele Teile mit dabei. In der 13 vielleicht noch nicht so, aber hier in der 14 geht es schon los mit diesem, das sind Grund- oder Hauptrahmen mit am Start und die anderen zwei Hefte auch noch mit. Ihr könnt darauf gespannt sein. Denkt ein bisschen an Unterstützung meinerseits. Also, wenn es euch gefällt, lasst bitte einen Daumen nach oben da und gern auch in die Kommentare schreiben. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir uns die Hefte mal, oder die Ausgaben besser gesagt, mal alles an. Und dann geht's los. Wird aufgebaut. Bis dahin. Viel Spaß. So, also hier nochmal von oben auf dem Tisch. Das ist die Ausgabe 13. Da sind wahrscheinlich noch irgendwelche Motor, für Motor irgendwelche Teile mit dabei und auch ein paar rote, wie ich sehe. Dann die Ausgabe 14. Da ist wahrscheinlich dieser Hauptrahmen. Der wird dann in diesem Pappeteil sein. Die Ausgabe 15. Warum sind auch von Rahmenteile mit dabei, genauso wie in der Ausgabe 16. So, okay, also wir fangen an mit Ausgabe 13. Los geht's. So, also, die Ausgabe 13, liebe Leute. Jetzt aufgeschnitten. So, das Heft, die Teile. Natürlich, du machst wieder beiseite. Und da schauen wir mal. Ja, das sind nämlich noch ein paar Motorteile. Hier zum einen das Kupplungsgehäuse ist in Metall. So, was haben wir im zweiten Paket? Vier SM-Schrauben. Ja, mach ich gleich auf. Und Getriebe, Gehäusedeckel, auch Metall. So. Dann zum nächsten haben wir hier einige MM-Schrauben mit dabei. So, mach ich gleich mal hierher. Dann ist das alles Metall? Ja, oder? Ist alles Metall. Dann haben wir die 1311, das Getriebe, Gehäusedeckel hinten. So. Cool. Und das kleine, dürfte dann die 13D sein, vorderer Ansatz der Gelenkwelle. So, also auch Metall. Was ist das jetzt hier? Das ist auch Metall. Das ist die 13A. Das Getriebegehäuse links. Hat schon ein paar kleinere Lackschäden, leider. Dann wird es dann die rechte Seite sein, genau, das Getriebegehäuse rechts. Genau, so, okay, wie fangen wir an?
Wir nehmen das Kleine, also das Getriebegehäusedeckel hinten. Das ist aber auch schwierig auszusprechen, Mensch, ist Knirsch. Und dann dieses, das wird hier reingesetzt. Muss mal gucken, ob das richtig so ist. So hier vielleicht. Ja, so hier. Habt ihr hier wieder zwei so kleine Nasen dran. Die kommt dann hier rein. So, und die wird dann mit einer SM-Schraube festgemacht. Hast du die kleine oder die großen? Ich probiere mal. Ich glaube, der kleine passt. Oder doch nicht. Mit dem großen, genau. Puh, ging ziemlich schwierig, nein. Meine Herren. So, liebe Leute, ich glaube, ich habe es. Der geht da übelst schwer rein. Wahrscheinlich, weil es ins Metall ist. Aber ich habe es. So. Jetzt tun wir das erstmal weg. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist das hier. Genau, da kommt noch eine rein. Die kommt hier drauf. Noch nicht ganz rein, denn die wird nämlich hier reingesetzt. So rum, dann hier so, genau so. So. Ja. Gut, und das hier ist der, da kommt auch so ein Schrauben rein. Das sind zwei Umdrehungen, die, glaube ich, die da drin steht. Habe ich schon nicht so viel reingetan. So. Genau. Getriebegehäusedeckel muss hier mit ran. So. Und das muss hier so ran. Genau. Oh, okay. Da bin ich gespannt. Okay, ja, da muss ich ja doch ein bisschen festschrauben, weil das wackelt ja ohne Ende. Okay, Also. Schön bindig schrauben. Ruby. Okay. So vielleicht. Ja, so gefällt mir das besser. Und das machen wir es genauso.
Genau. Und dann machen wir die Kappe auf. So. Genau. Runter. Ein bisschen weiter ran versuchen. So. Ja. So. Also das Getriebegehäuse links dann wird draufgelegt und mit 2 mm Schrauben von oben, passt auch der große rein, ja, gehalten. So, nur eins. Es artet ja noch eine Schwerstarbeit aus. So. Und dann sieht das nämlich so aus. Licht einschalten. So, vielleicht könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Jupp. Jetzt müssen wir unseren Motorblock wieder herziehen. Ich mach das Licht mal wieder aus. So, also ich habe das jetzt mal so fertig rangeschraubt, das sieht jetzt so aus. Mach das Licht an. So, so sieht es dann aus. War ganz schöner Kraftaufwand, aber okay. Wat mut dat mut. So. So, jetzt holen wir uns den Motor wieder her. Drehen ihn schön um. Denn, Alter, so, ich hoffe. Der ganze Spaß muss nämlich jetzt hier unten ran. Und zwar so rum. Okay. Genau so, so rein. Ich will es mal ein bisschen zeigen. So, hier unten. Gut, und da brauchen wir nämlich eine MM-Schraube. Dann fest. Danach kommt hier das Kupplungsgehäuse hier drauf. Ja. Und das schrauben wir auch mit 2 mm Schrauben fest. Eins.
Nein, das war nichts. Aber wer abrutscht, doch nochmal. Jetzt ist es eigentlich klappen. So, liebe Leute, schon ist das soweit dran. Okay. Gut. Oder ich meine, legen wir es ein bisschen wieder hierher. So, gucken wir mal die nächste Seite. Aber das war's schon von der Ausgabe Nummer 13. Ein paar Schreibkleinen haben wir noch über. Aber das ist einfach so. Also Leute, das war's. So, jetzt kommen wir mal zu einem etwas größeren Bauteil. Schneide es mal auf und das ist die Ausgabe 14. So, haben wir erstmal das Heftchen, die Folie haben wir hier daneben. Schauen wir mal, was da drinnen sich alles verbirgt. Aha, okay. Die 14. Ein paar Schräublein. Oh, Sau. Das ist irgendwie festgeklebt. Ist noch Pappe. Das ist irgendwie noch festgeklebt. Also Müll entsteht genug. Denn hier, liebe Leute, habt ihr den Grundrahmen und der sieht richtig geil aus. Wow, ey, guck mal, wie groß das ist. Da ist mein ganzer Tisch fast zu. Geil, oder? Richtig, richtig geil. So, wir gucken mal in das Heft rein, weil wir haben nämlich hier noch drei Schräublein. Ob man da schön was verbauen kann oder noch nicht. Okay, da kommt schon der Motor rein. Ach du Scheiße. Okay. Oh mein Gott. Also. Wie rum? So rum. Und da kommt der Motor dann hier unten ran. Hier ist eine. Und da ist auch eine. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ich muss mal so rüber. Überdrehen. Das wird ja heikel. Ich muss erstmal eine Schraube ran. Machen. Mein Gott, hoffentlich geht es gut. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch seht. Ich hoffe mal, dass ihr ein bisschen was auf dem Bild habt.
schon hier machen. So. Ja, erstmal anpischen, genau. So, liebe Leute. Ist das nicht geil? Ich find's fantastisch. Ich find's gerade fantastisch. Mal ein bisschen nachziehen. Ja, das war gut. Das kann auch ein bisschen wackeln. Muss ja nicht immer alles fest sein. Kann auch ein bisschen wackeln. So, liebe Leute. Alter, ich wär verrückt. So sieht das Teil aus. Hammer. Hammer. Kommt noch was? Nein. Das war schon von der Ausgabe 14. Okay. Ja, liebe Leute, also letzte Ausgabe war ziemlich spannend, wie der Motor da unten reingeht. Sieht auch richtig toll aus. Jetzt geht es weiter mit der Ausgabe Nummer 15. Da sind jede Menge Schrauben dabei. Hier, so sieht es aus. Die Teile. Oh, ich bin hier aufgeregt. Weg. Das tut mir leid. Ab. Ja. Links. Wo hängst? Ich mir rumdrehen. Habe ich schon der Hälfte entgegengesprungen. So. Gut, dann gucken wir mal ins Heft rein. Was wir da alles Schönes haben. Also, das hier ist als Kunststoff Kraftstofffilter. Dann haben wir hier zwei solche Leitungen. Das ist einmal die Kraftstoffleitung und die andere auch. Also zwei Kraftstoffleitungen. Dann haben wir hier den linken Rahmen. 15B. Linker Rahmen, Teil 2. Dann noch ein Stück. 15D. Linker Rahmen, Teil 4. Das ist natürlich alles Metall, ne? Und das ist ein bisschen. Hört man gleich. Dann ist es der linke Rahmen Teil 1. Und der linke Rahmen Teil 2. Haben wir noch nicht. Auf jeden Fall ist es alles für die linke Seite. Dann haben wir Schrauben EM, FM. QP CM
Das hören die überall hin. Und GM. So. Okay, das tun wir jetzt mal weg. Wir gehen hier vor. Also, wir nehmen den linken Rahmen. Genau, da ist das hier, das ist dieses Teil, dieses Teil, dieses Teil. Moment. So rum. Das ist das. Das ist das da hier. Hier rein. Kommt jetzt der Kraftstofffilter. Wird einfach hier so reingesetzt. So. Und von unten verschraubt. Und zwar mit einer QP-Schraube. Ist hier so eine kleine. Dazu so. Genau. Und schon anziehen. Jo. Das ist sogar hier, wenn man das sieht, sehe ich es erst. Kann man das genau sehen? Hier was draufgeschrieben. Aber fragt mich nicht was, ich kann es nämlich selber nicht erkennen. Keine Ahnung. Gut. Da haben wir das. Jetzt drehen wir den Rahmen rum. Und dann kommen wir mal zu dem zweiten. Der muss nämlich hier unten ran. Und zwar so. So. Okay. Und die tun wir in der Mitte erstmal fixieren mit einer Schraube, und zwar QM. Die? Ne, CM. Entschuldigung, CM. Sorry. CM. Zwar in das rechte Loch. Ich nehme schon mit Blättern. Schreibe wieder raus, es ist. So. Genau. Ich lasse sie auch noch lose. Und dann jeweils hat man hier noch Löcher, hier ist eins und muss jetzt noch festgeschraubt werden, hier hinten mit einer FM-Schraube. Jetzt sind die kleines bisschen länger. So. Dann machen wir das doch mal. Größere Abtaktel mehr. Ja. So. Und wo haben wir das noch gesagt? Hier in der Mitte. FM, hier haben wir sie. So. Es kann sein, dass ihr das da ein kleines bisschen biegen müsst.
Aber das bekommt man schon hin. So. Ne? Ei hier und hier. So. Wo sind wir jetzt? So rum. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich mal zu diesem Bauteil. Das wird nämlich jetzt hier oben fixiert. Und zwar mit einer EM-Schraube. Also, von hier gezeigt, so, unten ran. Da kann ich immer hier an diesen Kraftstofffilter leiten, sag ich mal. Wo das dann ungefähr ist, wo ich das meine. So, was haben wir gesagt? Eine EM. EM ist hier. Hüppi, hüppi, hüppi. Großen. Ich muss mal hinlegen, vielleicht geht es besser. Ah, nee. Mit übelst Kraft aufwenden, damit die Schraube hier neige. Bei manchen Schrauben, also das verstehe ich nicht, bei manchen geht es so super rein und die andere, aber es hängt wahrscheinlich an den. So, ja. Hier noch rein, hier noch rein. Und wo noch? Hier. Scheiße. Bumm habe ich aber richtig, ne? Ha. So, haben wir noch so ein Ding. Ich muss es anders machen. Dann kriegen wir nämlich hier Probleme. So. Und hier, das kommt hier hin. Aber muss ich schon sagen, also es eigentlich passt eigentlich fast alles. Ne? Ich meine, das ist ja auch übelste Präzession. Das ist auch eine CM kommt da rein. Das ist ganz schon mal los. Hier kommt eine CM rein. Ist nämlich kürzer.
Dann können wir alles wieder. Schnickele. So. Oben noch angezogen. Okay. So Leute. So sieht der Rahmen dann aus. Ne? Gut, aber wir sind noch nicht fertig. Ne? Lang noch nicht. Denn wir müssen nämlich hier noch dieses Teil heranbauen. Wo kommt das jetzt wieder hin? Hier ran. Hier ran kommt das. Nicht verschrauben. Und hier unten kommt eine GM. Eine GM-Schraube ran. Schön vorbei, schön vorbei. Ja, angepischt ist er. Ich glaube, mein Schraubendreher, der hält nur so lange durch, der hier. Da ist schon ein bisschen. Die Schrauben ziemlich lang sie sein. Okay. Da geht ja auch noch mehr. Nicht verschrauben steht hier. Weil das wackelt ja jetzt noch wie ein Entenarsch. Ich hoffe, dass wir wenigstens dieses Mal die Schraube richtig beschriftet haben. Weil sonst dreht man durch, denke ich. Okay, dann holen wir das Teil mal rüber hier, denn das wird nämlich jetzt hier reingeschraubt. So, und zwar wie folgt, hier so ran. Ja. Wo gehen wir in der erste? Eine FM hier hinten. Guck mal, ob ich einen anderen Bit noch habe. Hier hat man ein bisschen mehr. Diesen Schrank hier hat man ein bisschen mehr Glück. Brauchen wir aber einen richtigen Bit. Und der ist. Das ist nicht der richtige Bit. Und hier vorne, da kommt eine EM rein. Ich glaube, sollte das passen. Alter.
bin so ein bisschen unter Zwang vielleicht. Brauchst du normalerweise drei Hände manchmal? Ich glaube, ich hab's. Ja. So. So, also ich habe jetzt hier mal ein bisschen das erhöht, dass der Motor ein bisschen im Lüft liegt, weil er ja da noch die tiefste Stelle ist. Jo. Das Weiter habe ich jetzt hier vorne festgeschraubt. So, jetzt muss ich mal gucken. Lass mich es drehen. Jetzt muss ich es auch noch drehen. Gut. Muss ich mich dann hier. Also von vorne angefangen. Hier. Muss eine FM rein. Sind die nicht richtig? Nein, ich verstehe das nicht. Die gehen nicht richtig rein. Ich probiere mal noch einen anderen Bit. Ja, das ist Feierabend. Ja, ist nicht. Probieren wir erstmal die nächste. EM. Die kommt hier rein. Dann eine QM. Passt auch. Wieder eine EM. Ja, lass das Ding immer locker her. So, dann haben wir hier eine FM wieder. FM sind die langen. Die passt komischerweise. Ja. Und passt die nicht?
Das hört man nicht. Kürzer. Du, da haben wir sie alle. Ich weiß, mir nicht gefällt, ist hier drin. Mach mal ganz kurz alles. So, jetzt haben wir es wieder rumgedreht. Denn wir haben hier nämlich noch zwei solche Leitungen. So. Was haben wir jetzt alles? Also, die Kraftstoffleitung. Die muss von hier unten, aha, das ist die erste, von hier nach da, und zwar ist die gleiche, nee, das ist schon. Also die muss von hier. Kinder, es wird kompliziert. Ah, warum passiert das jetzt wieder nicht? So. Übel. Das ist übel, Leute. Wo geht denn das dumme Schwein nicht rein? Verzeihung, die Fachausdrücke jetzt. Gibt das wenigstens ein? Das muss eigentlich so nein. Ah, ja. Wahnsinn. Da könnte ich mir ja ganz böse Gedanken kriegen. Auch ganz böse. Warum geht denn das denn rein? Das ist alles schön einfach reingehen. Hier haben sie ein bisschen geschludert, Leute.
Weil gerade bei diesen kleinen Teilen, da müsste es dann schon passen. Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg die Dinger nicht näher. Ja, nicht eine Modell kaputt machen, was ist ja das? Ruckzuck ist da ein Lackkratzer drin und dann hat man die Scheiße. Hat man jetzt Salat. Ich probier's nochmal. Jetzt, das geht's neu. Oh, Schwester war auch schön blut. Nee. Die Seite will noch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon solche Probleme hattet hier? Weil es tut mich gerade ein bisschen nerven. Wenn du nämlich zu viel lenk machst, hält es wieder nicht. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal das Zimmer gewechselt wegen den Lichtverhältnissen. Ich sehe die kleinen Schrauben leider nicht in meinem Wohnzimmer, deswegen musste ich das mal in mein anderes Zimmer weichen. So, also ich habe jetzt den Motor, also die Schläuche sind jetzt hier angebracht. Das habe ich jetzt schon mal. War eine ganz schöne Zirbelei, aber nun gut, jetzt sind sie dran. Ich tue es noch mal ein bisschen näher zoomen, dass ihr das seht. Also es ging ja um dieses Teil unten, dieses hier. Das hat nicht so direkt gepasst. Gut, schauen wir weiter. Die Leitungen müssen hier da unten ran. So, jetzt tue ich das mal ein bisschen wieder zurück. Und zwar müssen die ja hier ran. Ja. Gehen wir kurz rein. Das muss oben rauf. Also das muss hier oben rauf. Das ist halt auch schlecht, wenn das nicht richtig passt bei diesem kleinen Zeug. Und man das auch nicht richtig abstellen kann. So, das haben wir drin. Genau. Und das andere muss jetzt daneben. Daneben muss das. Also hier, upsie. Habe ich es wieder rausgerammelt. Also hier rein. Und dann hier oben daran. So. So. Jetzt haben wir es schon soweit. Also wie gesagt, oben ist es, unten ist es. Hier sind die zwei Leitungen, die da reingehen. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen mit Kleber fixiert, weil das ist immer wieder rausgegangen. Ja, okay. So, und das war's jetzt auch schon für das Heft. Ja, das sind wir wieder durch, die Ausgabe Nummer 15. Gut, tun wir das erstmal wieder hinter. Jetzt kommen wir mal zur Ausgabe 16.
So, hier ist sie. Ich mache sie mal schnell auf. Einmal die Bauteile. Und das Heft. Okay. Und es müsste eigentlich nur die andere Seite sein. Ich gucke mal ganz schnell. Ja, das ist die andere Seite. Und wir machen aber trotzdem die Teilchen schön auf, damit wir mal gucken, was da so drin ist. Und dann wird gebaut. Also, das kommen wir nochmal zu den Bauteilen. Das ist diese wieder der rechte Rahmen. Der rechte Rahmen 2. Dann haben wir hier wieder der rechte Rahmen 3. Der rechte Rahmen 4. Und natürlich viele Schreibschäden wieder. Gut, also die sind alle noch wieder Metall. Jetzt muss ich mal die Schrauben ein bisschen weiter auseinander machen. Nicht, dass ich die vielleicht wieder verwechsel. Gut, also zuerst brauchen wir die CM-Schrauben. Das sind die hier. Machen wir schön auf. So, dann gucke ich mal, ob der Schraubenzieher passt. Müsste passen. Und jetzt geht es los. Also, das Teil stellen wir hin. Dann kommt das hier so drüber. Ist das richtig? Ja, genau. Und in der Mitte kommt eine CM-Schraube rein. Muss ja dadurch wieder umfallen, anders geht's nicht. So. Gut. Schon ein bisschen angleichen. So. Die Hauer. Gut. CM. Die Dauer weg. Dann brauchen wir zwei FM-Schrauben. Das sind die hier. Ich mache wirklich bloß mit zwei raus. Für hüben und drüben. Das war einmal hier. Und einmal vorn. Wieder leicht biegen. So. Und hier, die müsste bestimmt auch weit rein. Gut. So, da haben wir nämlich schon mal dieses Grundgerüst wieder. Das blättern wir mal um. So, dann kommt hier hinten muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, da kommt jetzt hier ist ein Löchlein, kommt es wieder rein und
hört hier oben rauf und das zweite ist hier. Und da kommt hier oben eine EM-Schraube. Also so eine. So. Kommt hier oben rein. Schwupps. Also manchmal weiß man wirklich nicht, wie man halten soll. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Nein, da war noch nichts. Achso. EM. Und hier unten kommt auch eine EM hin. So. Hier. Also richtig passt da bitte nicht. Ich weiß es nicht. Moment. So, jetzt habe ich es geschafft, den Bügel da heranzumachen. Ja. Jetzt kriegen wir hier muss noch eine CM ran. CM, das ist so eine. Hier noch rein. Das Komische ist, manche Schrauben die passen wunderbar und manche da dreht man sich im Wolf. So. Ja. Gut. Dann, was haben wir noch? Diese Rahmenversteifung, also der rechte Rahmen 4, muss jetzt Moment. Hier ran. Genau wieder hier. Und zwar kommt da eine GM-Schraube, die haben wir hier. Na komm, Baby. Sie möchte nicht. So, also hier durch. Wunderbar. So, und das muss jetzt so ran. Genau. Ja, angepumpelt. So,
Genau. Jo. Jetzt müssen wir das große Gerät wieder vorholen. So. Und dann müssen wir es drehen. Ja. Ich will es mal so rumdrehen. Gut. Nehmen wir drehen es erstmal anders und nochmal. So. Und jetzt muss die ganze Konstruktion hier ran. So hier. Ja, also von vorn bis hinten. So. Und da muss eine FM-Schraube. Eine FM-Schraube. EM, FM, also hier so eine. Die muss jetzt zum Beispiel hier hinten ran. Hier in dieses Loch. So. Passt. So. Sagen wir zum Beispiel das eine. Dann muss eine EM-Schraube. Muss hier vorne rein. Die EM, die haben wir hier. So, passt auch. Gut, dann muss, jetzt müssen wir es drehen. Ja, schön langsam. Müssen wir es auch mal so rumdrehen. Das ist immer hier so ein Wagnis. Jetzt kommt eine FM-Schraube. Mal gucken. Genau hier vorne ein FM. EM? GM? FM? Hier. Ganz hier vorne ran. So, dann kommt als nächstes eine EM-Schraube. Ja. Die kommt hierher. Ja. Dann kommt eine CM-Schraube. CM, hier. Die kommt hier in die Mitte. So. Dann kommt wieder eine EM.
So, und jetzt wieder eine FM. Ihr kommt hier hinten rein. So, und schon sind wir wieder fertig, denke ich. Schau mal. Ja, das war's. Liebe Leute, das war ein ganzes Stück Arbeit. Wie gesagt, die sind hier noch frei. Die kommen dann wahrscheinlich irgendwie hier oben ran. Gut, wir haben ein paar Schrauben übrig. Und so sieht das jetzt das Modell aus. Wenn wir mit der Ausgabe 16 fertig sind. Ich meine, beeindruckend ist es, auf jeden Fall. Aber manche Schrauben, wie gesagt, und manche Details passen halt nicht. Man muss halt ein bisschen nacharbeiten. Es wäre halt auch schön gewesen, wenn man, sag ich mal, von diesen, Eagle Moss, ihr kennt das, so waren sie, Eagle Moss, wie so eine Art Halterung gehabt hätte, dass da, wenn man das dann unten anschraubt, das ganze Zeug, nicht direkt immer das ganze Gewicht auf den Motor kommt, ne, dass da also irgendwie was abbricht. Ich meine, man kann selber was bauen, aber ja, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Gut, liebe Leute. Das waren die Hefte. Ich muss noch mal kurz gucken. 13, 14, 15, 16. Hm? Okay. Ja, liebe Leute, das war Bau den Mercedes-Benz 300 SL von Eagle Moss. Die Ausgabe 13 bis 16. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre nicht schlecht. Und ein bisschen was in den Kommentaren, ob es für euch auch ziemlich kompliziert ist. Für mich ist es, gerade eben wegen den kleinen Teilen und so weiter, könnt ihr ja mal ein Statement abgeben. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ja, dann einen schönen Morgen, einen schönen Tag noch. Euer Donner, haut rein. Ciao.